Hallo Leute, auf YouTube bin ich noch ganz neu, und um ehrlich zu sein bin ich auch noch scheu. Auf dieser Welt habe ich schon vieles gesehen, doch um ehrlich zu sein konnte ich es nie verstehen. Jetzt aber will ich auch mal was werden, deshalb habe ich mir vorgenommen, viel mehr zu lernen. Früher war ich in der Schule nie gut, doch das änderte sich schnell dank meinem Mut. Fangen wir mal an, über mein Leben zu erzählen. Schon mit ganz jungem Alter war ich überall schon Fame, die erste Klasse war die schlimmste für mich. Denn dort wurde ich von drei Typen gedisst. Als ich in die zweite Klasse kam, wurde es noch schwerer. Keiner konnte mich leiden, auch nicht mein Lehrer. Ich wusste nicht wohin und ich wusste nicht mehr weiter. Das Laufen fiel mir schwer wie auf einer Leiter. Doch nach einiger Zeit wurde es immer besser. Ein guter Freund sagte mir, geh niemals ohne Messer. Er sagte mir, so verschaffst du dir Respekt. Denn wenn dir jemand näher kommt, stech einfach in das Speck. Tja, so war das halt bei mir in der Schule. Sie waren sogar so brutal, sie klauten mir die Schuhe. Ja, und jetzt ist YouTube mein Glück. Ich nutze das Glück wie ein kostbares Stück. Ich will euch doch nur sagen, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Weil es kann sein, dass ihr sowas nie wieder schafft. Ich weiß, wie es ist, und ich sage, wie es sein soll. Denn ich finde meine Eltern bis heute immer noch toll. Jeden Tag in Facebook, jeden Tag im Chatroulette, jeden Tag denselben Traum und jeden Tag im selben Bett. Ja, das war eine schlimme Zeit, doch ich hab sie überwunden. Mein Arzt fand bei mir noch überall die ganzen Wunden. Auf YouTube kam ich durch Freunde, die mir das hier zeigten. Ich dachte mir, lass mal Videos drehen zum Unterhalten. Nur meine Zuschauer können sagen, ob ich gut bin. Deswegen frag ich euch, macht das Video drehen Sinn? Hier an der Mauer stehe ich wie ein Cola Berliner. Mit dem Rauchen habe ich aufgehört, lieber hole ich mir den neuen Sneaker. Ich bin ein Phantom und kein Hater. Leute, die mir schlechte Kommentare schreiben, machen's mir nicht leichter. Danke an King7 und KSD Beats. Ihr seid die besten Beatmaker und die größten Freaks. Nicht böse gemeint, ihr macht einfach die besten Beats. Eure Beats hört selbst der letzte Mensch auf dem Kiez. Ehrlich gesagt wollten die Leute, die mich nicht mögen, es nicht wissen. Wenn ihr mich nicht mögt, brauche ich euch auch nicht. Ich könnte genauso gut auf euch pissen. Ja. Aha. Ich bin das Phantom und trage auch die Maske. Wenn du meine Videos nicht gut findest, dann drück doch die ESC-Taste. Natürlich würde ich mich auch über jeden neuen Abonnenten freuen. Doch wenn dann wieder du abonnierst, fange ich ganz schnell an zu heulen. Danke für das Zuschauen und das eventuelle Abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du dir das kopieren. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du gibst einen Daumen hoch. Weil nur das erkenne ich als Lob. Mohahaha, tschüss.